Chester Bennington, Sänger von Linkin Park, ist tot. Ich komme gerade aus Berlin wieder, es ist 2 Uhr nachts und ich hatte eigentlich einen schönen Tag. Ich habe vorhin noch was auf Instagram gepostet und plötzlich kam da so ein Kommentar, das ist schon drin, der Sänger von Linkin Park hat sich umgebracht. Und das war mal wieder so ein krasser Moment, wo man so richtig schmerzhaft gemerkt hat, wie nah Freude und Leid eigentlich liegt. Und ich meine, dir geht es in dem Moment gut und auf der anderen Seite der Erde entschließt sich jemand, sich umzubringen. Das ist, ja, das kennen wir ja auch aus den frühen Liedern der Band. Die Texte waren ja voll von Selbstzweifel und düsteren Gedanken. Zu Linkin Park bin ich damals ganz zufällig gekommen. Tante und Onkel hatten mir Numb als Single geschenkt. Ihr merkt, damals gab es noch Singles. Und damals hatte ich noch gar nichts mit Musik zu tun, aber ich habe das reingelegt und habe das relativ schnell kaputt gehört, weil, ja, es hat mich irgendwie fasziniert, das Lied. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Faint, Numb und Crawling, das sind, ja, das sind Hymnen für eine ganze Generation von Teenagern, die irgendwie nicht wussten, wo sie eigentlich hingehören. Und man muss sagen, die Lieder haben irgendwie geholfen, nur scheinbar Chester nicht. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video mache, gibt es noch keine hundertprozentigen Erkenntnisse, was jetzt genau passiert ist. Aber so wie es jetzt aussieht, hat sich der 41-jährige sechsfache Vater in Palos Verdes in County Los Angeles selbst erhangen. Das hat zumindest auch Mike Shinoda bestätigt. Die Fragen, die sich jetzt natürlich aufwerfen, sind, warum überhaupt und warum ausgerechnet jetzt? Und zu der zweiten Frage hat Metal Injection eine ganz interessante Aussage gemacht, nämlich Chris Cornell von Soundgarden, der hat sich ja jetzt vor kurzem erst umgebracht und war ein sehr enger Freund von Bennington und er hätte heute Geburtstag. Möglicherweise hängt das damit zusammen. Und naja, und Chester litt auch seit Jahren an Drogen- und Alkoholsucht und hat mal in einem Interview im Jahr 2001 ausgesagt, dass das möglicherweise damit zusammenhängt, dass er als Kind missbraucht worden ist. Umso schlimmer ist es dann natürlich, dass Chester jetzt seine 6 Kinder zurücklässt und Brian Head Welsh, seines Zeichens Gitarrist von Korn und selbst mit Depressionen und psychischen Problemen kämpfend, hat er zu diesem Selbstmord ausgesagt, dass das so ziemlich die feigste Lösung für seine Probleme war, die er hätte als Vater eingehen können. Vielleicht spielt im Hintergrund ja auch noch eine Rolle, dass die Kritiken gegenüber Linkin Park von Jahr zu Jahr immer lauter geworden sind. Ja, vor allen Dingen für die letzte Veröffentlichung haben sie sich viel anhören müssen von ehemaligen Fans und darauf reagierte Bennington sehr genervt. Ich glaube zwar nicht, aber könnte möglicherweise auch die Kritik der ehemaligen Fans eine kleine Rolle gespielt haben. Man muss ja ganz ehrlich sagen, vor diesem Hintergrund wirken die Kritiken an Werken, an Künstlern genauso, wie sie eigentlich sind, im Gesamtkontext vor dem Leben und dem Wirken eines Menschen völlig belanglos. Ich habe Linkin Park jetzt seit Jahren nicht mehr gehört, aber es ist, glaube ich, unbestreitbar, dass diese Band die meisten von uns über einen kürzeren oder längeren Zeitraum begleitet hat. Ich vermute, der Tod von Bennington markiert auch gleichsam das Ende dieser Band. Es ist immer wieder so tragisch und so furchtbar, wenn man sieht, dass Menschen mit inneren Dämonen zu kämpfen haben und so oft es einfach nicht schaffen, gegen sie zu gewinnen. Ja, und ich finde, hier sieht man nochmal ganz deutlich, was ich in einem meiner letzten Videos gesagt habe, nämlich, dass Musiker auch nur ganz normale Menschen sind und dieselben Probleme mit sich herumtragen. Und oftmals ist es ja auch so, dass eben diese Probleme diesen Musiker erstmal dazu bringen, Musik zu machen, um irgendwie da eine Therapiemöglichkeit für seine Probleme zu finden. Und mit seiner Kunst schafft es dann dieser Künstler, vielen, vielen Menschen etwas zu geben und zu helfen. Oft genug schafft er es dann nicht mehr selbst gerettet zu werden. Ist bei Kurt Cobain nicht anders gewesen. Den hat ja auch nicht der Ruhm umgebracht, sondern die Probleme, die er von Anfang an sich mit sich herumgetragen hat. Schreibt mir mal in die Kommentare, was Linkin Park euch bedeutet haben. Tja, das war's wohl, ne? Das ist alles schrecklich, ne? Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssikowski.